In diesem Video geht es unter anderem um das Thema Luft in der Werkstatt, also gute Luft und Druckluft und dann noch ein paar andere Sachen. Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt einfach dran. Bevor ich aber erzähle, was es mit dem ganzen Zeug auf meiner Hobelbank auf sich hat, erstmal Thema Hobelmaschine. Denn da ist ein Messerwechsel fällig und da probiere ich neue Messer aus. Und ich dachte mir, das ist doch eine prima Gelegenheit, euch mal zu zeigen, wie an dieser Hobelmaschine die Messer getauscht werden. Ja, so sieht das Ganze bei meiner Hobelmaschine aus. Das ist eine 3-Messer-Hobelwelle, also 3 Hobelmesser sind da drin. Der Hersteller der Welle ist die Firma Barke. Da gibt es ganz viele Maschinenhersteller, die deren Wellen verbauen. Also es kann sein, dass das bei anderen Maschinen ganz genauso aussieht. Und die Maschine ist auch so gebaut, dass bei hochgeklappten Tischen die Maschine nicht eingeschaltet werden kann. Man braucht also beim Messerwechsel nicht unbedingt den Stecker zu ziehen. Wer das machen möchte, kann das natürlich gerne machen, aber das Ganze ist so konstruiert, dass sich die Maschine beim Messerwechsel nicht einschalten lässt. Der Messerwechsel ist recht simpel, da hier nichts eingestellt werden muss. Ihr müsst lediglich die Schrauben lösen. Das sind 4-Kant-Schrauben, da braucht ihr einen 11 mm Schlüssel. Es wird nur gelöst, nichts wird hier komplett demontiert oder so. Daher geht der Messerwechsel auch recht schnell. Und dann nimmt man diesen Messerträger hier raus. Das Ganze ist magnetisch, sodass das Messer also auf diesem Träger hält. Hier gibt es Passstifte, da wird das Messer eingelegt und hier im Inneren sind fest eingestellte Schrauben, die das Messer in der Höhe positionieren. Das sind Wendemesser, also Wegwerfmesser, da wird nichts nachgeschärft, die sind jetzt auch beidseitig benutzt und kommen runter. Und bisher hatte ich diese Standardmesser im Einsatz, die sind wirklich sehr preiswert, so um die 8 Euro das Stück. Allerdings haben die eine relativ kurze Standzeit. Vor allem, wenn ihr Äste hobelt oder astiges Holz hobelt, dann bekommen die ganz gerne mal Schaden. Und da hat mir jetzt der Maschinenhersteller empfohlen zu wechseln. Und zwar auf ein M42 Messer. Ich habe keine Ahnung, was diese Abkürzungen bedeuten, fragt mich also nicht. Ich weiß nur, dass die eine bessere Standzeit bei gleichem Hobelbild haben sollen. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Am Wochenende ist wieder Kurs, da ist die Maschine im Einsatz, da wird Leimholz gemacht und da können wir dann gleich mal ausprobieren, wie diese neuen Messer sind. Das Ganze wird gereinigt, dann nimmt man eines dieser neuen Messer. Die Messer sind leicht eingeölt, das Öl kommt runter, vorsichtig dabei sein, denn die Messer sind natürlich auch scharf, richtig scharf. Und dann legt man das Messer auf diesen Träger hier. Die Passstifte halten das. Setzt das Messer ein. Richtet es in der Länge noch etwas aus. Auch hier kommt es nicht auf den halben Millimeter an. Und dann zieht man die Schrauben von der Mitte ausgehend wieder an. Man fängt also mit den mittleren Schrauben an. Zieht die erstmal bei. Dann die äußeren Schrauben und dann zieht man das Ganze noch einmal nach. Alles mit Gefühl, hier muss man nichts mit Gewalt machen. Vor allem muss man auf die Schrauben achten, dass die intakt bleiben. Das war jetzt ein Messer und das Ganze muss man dann halt noch zweimal machen. Daher 3 Messer getauscht werden. So, die Messer sind gewechselt. Das dauert etwa 5 bis 6, 7 Minuten. Und jetzt schaue ich mir mal an, wie das Ganze vom Hobelbild her ist. Ob man da irgendeinen Unterschied zu den einfachen Messern sieht.
Das Hobelbild ist tipptopp. Da merke ich jetzt keinen Unterschied zu den einfachen HSS-Hobeleisen. Und ja, jetzt muss ich einfach mal schauen, wie die Standzeit ist, vor allem auch bei etwas astigeren Hölzern. So, jetzt aber zu diesen Sachen hier. Da fehlt noch ein bisschen was, das kommt noch alles. Ich habe mich entschlossen, jetzt nach langer Zeit doch mal Druckluft in der Werkstatt zu nutzen. Und deswegen steht auch der Kompressor hier. Bin jetzt die letzten Jahre wunderbar ohne Druckluft ausgekommen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Irgendwas fehlt in der Werkstatt immer. Meine Werkstatt ist sehr gut ausgestattet und deswegen gehe ich jetzt so ein bisschen an die Luxusprobleme heran. Und eines dieser Luxusprobleme bei mir ist fehlende Druckluft und das werde ich jetzt lösen, dieses Problem, mit einem ordentlichen Kompressor. Wenn ihr euch fragt, warum das kein Flüsterkompressor geworden ist, wie man ihn im Moment bei vielen YouTubern sieht, habe ich mir angeschaut, habe auch einen bestellt, der kam auch am nächsten Tag, alles prima. Dann habe ich den ausgepackt und gemerkt, dass einige Teile schon nicht so sind, wie sie sein sollten. Das Druckmanometer war defekt, hat gar nicht funktioniert. Dann gab es an diesem Kompressor einen Absperrhahn, warum auch immer. Nach Montage des Schlauchanschlusses, wie hier, war das Ganze nicht dicht. Die Verarbeitungsqualität war auch nicht so toll bei dem Gerät. Und ich habe dann beim Lieferanten oder Importeur, Hersteller, wie auch immer, angerufen. Und man sagte mir, dass diese Undichtigkeit und diese beschädigten Druckmanometer oft vorkommen. Das läge am Transport. Ich könnte das Teil entweder zurückschicken oder einen neuen bestellen. Bei einer Neubestellung kann man mir aber nicht garantieren, dass der neu geliefert in Ordnung ist. Daraufhin habe ich diesen Kompressor zurückgeschickt und bin jetzt bei einem anderen Gerät gelandet. Ein Hersteller, der schon lange Druckluftwerkzeuge macht. Ein ganz robustes Gerät, immer noch mobil, dafür aber etwas lauter. Und interessanterweise kam der bei mir an, nur in einem Karton verpackt. Und alles ganz. Bei dem anderen Kompressor müsst ihr noch oder musste ich noch das Manometer und den Anschluss alles montieren, mit Teflonband umwickeln und weiß der Geier was. Bei dem Gerät war es einfach nur Kiste auf, Kompressor rausnehmen, einstöpseln, fertig. Hier ist auch alles dicht und man sieht, das Gerät ist wirklich so gebaut, dass er dem robusten Alltag in der Werkstatt und auf der Baustelle trotzen kann und das sollte bei mir auch jahrelang halten, da bin ich ganz zuversichtlich und die Größe reicht für mich aus, denn ich werde mit dem Gerät nicht lackieren und keine rotierenden Druckluftwerkzeuge, also Schleifmaschinen oder so, damit betreiben. Von daher reicht das. Ich werde auch in der nächsten Zeit noch an einem Artikel arbeiten für die Zeitschrift Holzwerk zum Thema Druckluft in der Werkstatt. Wird mit Sicherheit auch ganz interessant. Was ich mir noch gekauft habe, ist ein Druckluftnagler. Der ist weniger für den Möbelbau. Also für den Möbelbau halte ich Druckluftnägel und das Ganze drumherum für eher ungeeignet. Zumindest wenn das ordentliche Möbel werden sollen. Zum Basteln vielleicht ja, aber nicht zum Möbelbau. Mir geht es eher um Schablonen und Vorrichtungen, um die mal schnell zusammenzuschießen, ohne dass man da warten muss, bis der Leim trocken ist etc. Dafür ist der Druckluftnagler da. Ein recht einfaches Gerät. Mal schauen, wie der so ist. Keine Ahnung, der Hersteller ist ja bekannt für Druckluftgeräte. Das ist jetzt halt wirklich ein eher Heimwerkergerät. Dann Ausblaspistole und ein bisschen Kleinkram noch dazu. Was noch fehlt, ist eine Schlauchtrommel mit 9 Meter Druckluftschlauch und ein separater Schlauch mit 5 Metern. Das sollte für die große Werkstatt auf jeden Fall reichen. Geplant ist, dass ich damit die Werkstatt reinige, also jetzt nicht großflächig abpuste, sondern eher so kleine Sachen, wo man mit dem Staubsauger schlecht rankommt, mal auspuste und generell, wo man halt so Druckluft braucht, mal Reifen nachfüllen etc. Und dafür sollte das Gerät auf jeden Fall reichen. Dann habe ich hier noch einen Luftfilter, sieht man ja auch sehr häufig. Der kommt bei mir über die Formatkreissäge. Ich gehe davon aus, dass, wenn das Ganze bei mir ordentlich funktioniert, natürlich ein solches Gerät nicht reichen wird in der großen Werkstatt. Ich werde wohl noch ein zweites anschaffen, wenn sich das erste erstmal bewährt hat. Man sieht ja, wie viel das
aus der Raumluft raussaugt anhand der Filter, wie die gefüllt sind, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall macht das einen vernünftigen Eindruck. Und einer kommt jetzt erstmal im Bereich der Formatkreissäge unter die Decke. Kann ich euch gerne nächste Woche zeigen. Auch der Kompressor, wenn der an Ort und Stelle ist, mit Schlauchtrommel etc., zeige ich euch gerne nächste Woche. Das ist also im Moment bei mir Thema. Einfach Raumluft verbessern durch bessere Filterung. Die Werkstatt einfacher sauber halten durch diesen Filter und hier und da mal ein bisschen Druckluft. Ja, dann ging es diese Woche natürlich auch im Online-Kurs weiter. Immer noch Thema Oberfräse. Das werden 9 Videos, also ich schätze mal so etwa 5 Stunden Videomaterial zum Thema Oberfräse. Und das ist ein Werkstück aus dem Kurs, das dort gebaut wird. Habe ich euch vorige Woche ja schon teilweise gezeigt. Und in dieser Woche ging es um die letzten Verbindungen und um das Einsatzfräsen. Also hier ist alles gesteckt, der ist noch nicht verleimt, der ist nur lose zusammengesteckt, aber hält schon von sich aus. Und im Online-Kurs habe ich gezeigt, wie zum Beispiel dieses Mittelteil hier in die Seite eingenotet wird, dass das ein schöner Übergang wird, dass man da auch Rundungen dran fräsen kann, dass es sauber aussieht. Und hier diese kleinen Brettchen, die sind in den Seitenteilen und in der Mittelwand eingenotet. Das ist mit der handgeführten Oberfräse gemacht worden und anschließend habe ich noch gezeigt, wie man Einsatzfräsen richtig auf dem Frästisch macht, so dass es sicher und genau ist. Also das läuft im Moment im Oberfräsenkurs, der wird nächste Woche fertig und dann geht es an das letzte Werkstück und wenn der Kurs komplett abgeschlossen ist, das dauert noch so 2-3 Wochen, bis ich da auch alles aufgearbeitet habe, dann könnt ihr den auch bei Vimeo kaufen und wer das Abo hat, kann natürlich jetzt schon alles sehen. Und das ist jetzt der fertige Frästisch, an dem ich ja die letzten Wochen gearbeitet habe. Das habe ich euch ja immer gezeigt und es gab auch jede Woche einen Blogartikel bei Holzwerken. So sieht das gute Stück also fertig aus. Schubladen sind drin, müssen nur noch befüllt werden. Hier und da noch irgendwelche Einsätze. Mal schauen, was da genau reinkommt. Das wird sich im Laufe der Zeit ergeben. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit diesem Frästisch. Habe jetzt die ersten Arbeiten darauf gemacht und das funktioniert alles wunderbar. Und im Moment bin ich da, dass ich sage, ich würde ihn jederzeit wieder so bauen. Ob das in ein paar Jahren immer noch so aussieht, mal sehen. Aber im Moment erfüllt er wirklich alle Ansprüche, die ich an einen Frästisch habe. Und auf meinem Blog bei Holzwerken, ich verlinke euch den unter dem Video, da könnt ihr euch anschauen, wie der gebaut wurde. Und es gibt auch Zeichnungen, Stücklisten und das SketchUp-Modell könnt ihr euch auch runterladen. Ja, während der Videoaufnahmen war dann der Paketdienst doch noch einmal da, hat mir meine Schlauchtrommel gebracht. Jetzt habe ich also auch einen Schlauch, den ich an meinen Kompressor anschließen kann, damit das Ganze auch wirklich Sinn macht. Und das ist eine Schlauchtrommel mit automatischer Aufwicklung. Kann man also den Schlauch, das sind 9 Meter, rausziehen und bei Bedarf dann wieder automatisch aufwickeln lassen. Das erscheint mir sehr praktisch. Mal sehen, wie sich das in der Praxis bewährt. Vor allem, wenn da Staub, vielleicht sogar mal Späne reinkommen, ob das dann immer noch so reibungslos funktioniert. Das Ganze wird dann an die Wand geschraubt, ist drehbar und als Ergänzung habe ich, wie eben schon gesagt, noch einen 5-Meter-Schlauch bestellt und es sollte reichen. Ja, jetzt kann ich also anfangen, alles zu montieren und wie gesagt, das zeige ich euch nächste Woche. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr Druckluft nutzt, wenn ihr Druckluft benutzt, was ihr damit macht. Wie gesagt, Lackieren halte ich für den Hobbybereich per Druckluft mit der Pistole für sehr, sehr grenzwertig. Das würde ich euch nicht empfehlen. Druckluft ist eine sehr teure Energie. Von daher sehe ich im Hobbybereich auch keinen Sinn darin, Schleifgeräte per Druckluft zu benutzen. Aber vielleicht seht ihr das ja anders, habt da gute Erfahrungen gemacht, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Mich würden auch Meinungen und Erfahrungen zu den Luftfiltern interessieren. Habt ihr welche im Betrieb? Und wenn ja, wie hat sich das gezeigt? Ist eure Werkstatt sauberer? Merkt ihr irgendwelche Veränderungen in der Raumluft, wenn der staubige Arbeiten macht? Schreibt es doch einmal mal rein. Ich werde auch meine Erfahrungen, wenn ich dann mal welche gemacht habe, gerne mit euch teilen und hier präsentieren. Und vielleicht schreibt ihr mir ja auch mal in die Kommentare rein, was euch so zum Thema Druckluft interessieren würde. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere in meinem Artikel in der Holzwerken unterbringen.
Das war jetzt eher eine Folge mit Neuigkeiten aus der Werkstatt. Nächste Woche schaue ich, dass ich wieder ein paar nützliche Tipps und Tricks für euch parat habe. Mal schauen, was die Woche so hergibt. Für diese Woche war es das also von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt und habt ein tolles Wochenende.